Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier auf den Terrassen von Prion gegen einen Terraner. Und wir selbst sind Zerg. Okay. Was machen wir denn mal im ZVT? Ich würde sagen Road Ravager. Und zwar sehr aggressiv. Das ist jetzt mein Plan für dieses Match. Wir werden uns vorher allerdings 3 Hatcheries sichern, aber nicht 3 vor Pool. Das wäre dann doch ein bisschen zu riskant. Die Frage ist, ob ich mir die Gold als erstes nehmen soll. Ein bisschen schwer, die zu securen oder zu beschützen. Bleiben wir mal bei deutschen Begriffen, das ist, glaube ich, ein bisschen besser als dieses Pseudo-Englisch. Aber ich nehme jetzt erstmal unsere normale dritte. Zweite, natürlich. Die dritte wird dann die Gold. Kann dann sein, dass ich mit den Drohnen ein bisschen anders verfahre, dass ich ein paar mehr direkt zur Gold schicke, wenn sie denn dann nachher durch ist. Jetzt kommt natürlich erstmal der Pool. Als wir 200 Mineralien mal zusammenkratzen können. Jetzt ungefähr. So, und wir nehmen auch schon mal hier das Gas. Wir wollen natürlich Speed haben, auch wenn wir Roach Ravager spielen. Wir werden natürlich auch einige Linge dabei haben. Denn die kosten kein Gas und Ravager sind natürlich sehr gasintensiv. Mit 75 Mineralien zusätzlich zu den 25 der Roach bräuchte man da schon ein bisschen mehr. Und so viel werden wir nicht bekommen, gerade wenn wir noch hier die Gold einigermaßen saturiert haben. Da kommen natürlich auch viele Mineralien rein, aber wenig Gas. Und ja, das werden wir uns dann gleich anschauen. So, jetzt ist die Frage, sollen wir schon mal losziehen? Ich würde sagen, ja. Direkt zur Gold. Jetzt 16 Drohnen hier. Die nächsten Drohnen können also hier hingehen. Wenn die Hatchery noch nicht ganz fertig ist, aber gleich sollte das dann der Fall sein. So, einen Overlord brauchen wir. Jetzt können wir hier schon die Queen andrücken. Die zweite Queen auch direkt. Da kommt ein Marine. Das ist ganz schlecht für mich. Damit bin ich gleich Supply Blocked. Einfach Marine First gespielt. So, jetzt nerven wir ihn nochmal ein bisschen, indem wir dancen. So. Was anderes hätte ich mit dem sowieso nicht mehr gekonnt. Also er hat interessanterweise keinen Dingens gespielt. Oh, ich habe hier keine Queen, das ist schlecht. Keinen Reaper gespielt. Es könnte sein, dass er gleich einmal pushen will. Er wird jetzt versuchen, hier nochmal einen anderen Overlord zu finden, fürchte ich. Ziehen wir den mal gerade hier hin zurück, wo er ein bisschen schwerer anzugreifen ist. Speed ist auf dem Weg, das ist schon mal gut. Dann gibt es jetzt hier auch schon, na, noch nicht. Nehmen wir erstmal das zweite Gas. Overlord nehmen wir uns auch nochmal. Na, nehmen wir Leertech. Für Upgrades nachher. Und hier geht es dann natürlich jetzt auch die Queen. Habe ich eigentlich ein paar Linge gebaut? Also, 4 Stück wären schon mal gar nicht schlecht. Ja, da kommt er. Ich werde auf jeden Fall gleich mal pressuren gehen. So, erstmal alle Drohnen natürlich jetzt zur Gold schicken. Dann kommt jetzt ein Roach Run. Noch ein paar mehr denen und dann schicken wir die jetzt mal hier auf unsere Marines, die da immer so fleißig versuchen, Overlord zu snipen. Darf ich hier ja nicht auszahlen. Wo sind sie denn? Da sind gar keine. Medivac ist da. Okay, so jetzt kommen Roaches. Also ein Roach Run erstmal. Ich habe schon einen, ne? Ja, den brauche ich nicht. So, einmal noch Drohnen. Und dann gibt es jetzt hier Roach Push. Ich habe jetzt nicht so viele Drohnen, aber ich will ja auch pressuren und keinen richtigen Makrobild spielen. Deshalb sollte das eigentlich okay sein. So, zwischendurch immer natürlich nochmal einen Overlord reinbringen.
Probleme würde ich mit Liberatoren kriegen. Muss ein bisschen schauen, dass wir zumindest genug Ravager gleich haben, um Liberator abwehren zu können. Nein, meine Drohne noch nicht. So. Hier oben fehlt jetzt natürlich die Queen. So. Queen fehlt. Das ist schlecht. Aber lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ich habe echt wenig Gas dadurch. Habe ich jetzt eigentlich hier welche nach oben gezogen? Nein, habe ich leider nicht. Zumindest 6 Stück können wir natürlich hier ins Gas schicken. Und die eine hier muss jetzt hier wieder weg. Habe ich Road Speed? Ja. Oh, dieser Supply Block ist auch unschön. So, und dann Linge dazu und dann einfach jetzt gleich rüberrennen. Na komm, Overlords. Linge dazu. Ravager. Und dann drüber. Plus 1 haben wir. Mehr werde ich mir gerade nicht leisten. Und dann pushen wir los. Und pumpen weiter Roaches hinterher. Habe ich genug Ravager? Ein bisschen Angst, dass ich zu wenig Ravager habe. Okay. Sollen wir Base Trade spielen? Nee, sollen wir nicht, glaube ich. Schick mal ein paar Linge rüber. So, ihr dürft gerne hier rüber rennen. Das können wir auf jeden Fall abwehren. Ohne Probleme. Overlords. Upgrades. Okay, da sind Liberator. Habe ich genug Ravager? Ja, sollte eigentlich so sein. Wo bleiben denn meine Ravager? Wir brauchen mehr Mineralien. So, und hoch. So. Immer weiter Roaches hinterher. Ich kann natürlich die Liberator dadurch nicht abwehren. Aber das ist mir gerade trotzdem wert. So, jetzt schnell gegen Tanks und Liberator vorgehen. Ein G haben wir schon. Und damit gebe ich mir mal das zweite G. GG.
Da hat er mit seinen aggressiven Pushs gegen mein aggressiven Bild nichts ausrichten können. Wir sehen es hier, wie der Wert der Armee bei mir in die Höhe schoss, bei ihm nicht. Damit war Arbeiter aktiv relativ gleich, weil ich kaum meine dritte Basis saturiert habe. Damit hat er glücklicherweise nicht gerechnet. Ich hoffe, euch hat das... Nein, wir sind ja noch gar nicht bei 10 Minuten. Ich hoffe, ich sehe euch gleich im zweiten Teil der Folge wieder, wollte ich natürlich sagen. Bis gleich. So, Teil 2. Diesmal sind wir Protoss. Muss mal eben ganz kurz schauen. Ja, das läuft alles sehr gut. Protoss gegen Protoss. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, Blinkstalker into Disruptor. Ich habe auch sehr wenig PvPs gespielt. Bisher. Trifft halt so selten auf Protoss in der Ladder. Also ich werde eine relativ frühe Echse nehmen. Muss dann allerdings gleich auch scouten nach dem Gateway. Auch wenn ich im... Wenn ich random spiele, sehr ungerne eigentlich immer scoute. Mache ich das jetzt trotzdem mal gerade. Greift natürlich vorher gut Luck erfahren noch. Scouten, ob wir hier direkt geproxied werden. Wobei unser Gegner ja nicht weiß, dass wir Protoss sind. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Ja, ist es auch nicht. Und ich werde Gateway, haben wir ja schon, dann werde ich jetzt gleich den Cybernetic Score spielen und nach dem Cybernetic Score werde ich dann meine Echse nehmen. Ich werde hier jetzt auch erstmal nur einen ins Gas setzen. Hier dann zwei, also ein bisschen effektiver, als wenn man das allein mit einem Dings macht. Da ist ein Gateway, es kommt ein Zealot. Okay. Also es könnte aggressiv benutzt werden, weil ein Zealot spielt man ja normalerweise eigentlich nicht so unbedingt. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Mothership Core bauen und einen Stalker nehmen wir gleich auch. Mann, das wäre jetzt schön gewesen, wenn das noch geklappt hätte. Also es kommt auf... Also er hat auf jeden Fall ein Zealot durchgebaut. Warum das? Sehr merkwürdig, das Ganze. So, es gibt auf jeden Fall jetzt mal schnell ein zweites Gateway. Einen zweiten Pylon. Sowohl für Supply als auch für Photon Overcharge. Dann haben wir immerhin bekommen. Wichtiger ist hier noch eben weiter Stalker zu bauen. Also irgendwie traue ich diesem Braten hier nicht. Dann nehmen wir jetzt auch nochmal ein drittes Gate. Und ich schicke auch nochmal einen Probe los. Zu scouten. Müsste jetzt eigentlich gleich eine Twilight Council bauen. Mache ich dann jetzt auch sofort. Erstmal kommen hier die beiden Stalker rein. Und Sentry wird gebaut. Falls die Tees kommen, werde ich die hier nämlich auf Hold Position stellen. Dann kann ich mir Zeit kaufen. Jetzt gibt es erstmal hier Twilight. So. Und weitere Stalker. Und dann kommt gleich noch die Robo hinterher. Probieren es einfach mal hier einen Pylon zu setzen und dann hier reinzukommen. Mal schauen. Jetzt kommt die Robo. Die Adepten. Ich lasse sie sicherlich auch nicht rein. Das Ganze schön knicken. Musst mir nach dort, falls doch noch Mother einen Oracle kommt. Adepten? Will er jetzt Adept Immortal im PvP spielen, oder wie? Es könnte sein, dass das sein Plan ist. Ich habe jetzt auf jeden Fall Blink im Auftrag, werde weiter Stalker natürlich bauen. Und dann gibt es nachher die Transition auf... auf Disruptor. Vorher gibt es noch einen Observer. Oh, da kommt er.
bräuchte hier oben mal einen Pylon unbedingt. Für Overcharge. Hat er sich zurückgezogen? Ich weiß es leider nicht. Sieht so aus, als würde hier nichts mehr. Schickt eine Mansellet rein. Ich sollte jetzt gleich Blink haben. Ja, das dauert auf jeden Fall nicht mehr so lange. Immortal gibt es jetzt und dann gibt es gleich noch Robo noch. Soll weiter gekronost werden. Es kommt ein dritter. Okay. Das müssen wir natürlich gleich mal in Angriff gehen. Das kann natürlich so nicht bleiben, der dritte. Ich werde das auch aggressiv machen. Ich werde jetzt noch zwei weitere Gateways adden. Ich werde dann allerdings selber im Anschluss auch noch eine dritte nehmen. Blink ist durch. Das ist schon mal gut. Oben ist mein Pylon noch, steht noch da. Hat er noch nicht gefunden, aber spätestens natürlich, wenn da sein Nexus durch ist, wird sich das ändern. So, einen Observer haben wir getötet. So, ein Warp Prisma ist extremst wichtig. Damit ich hier vernünftig reinwarpen kann. So. Trotzdem geht es weiter. Probes, zumindest ein paar. Wird jetzt auch eine Forge geben. Oder auch zwei. Nochmal zwei Gateways. So. Und das hier. Jetzt kommt gleich das Warp Prisma. Damit können wir noch ein bisschen was warpen. Machen wir auch direkt. Zwei Sandwiches nochmal. Weil wir so viel Gas haben, können wir das gerade gut erlauben. Wir haben ja ein paar Stalker. So. So, sehr schön. Ja, okay, hat man Koloss. Das ist ein bisschen unschön für mich. Beide Koloss ist natürlich halluziniert. So. Ihr benötigt mehr Vespingas. Lasst unsere Feinde unsere Fassen. Wenn ich da hochblinken könnte, wäre das, glaube ich, ganz okay. So. Können warpen. Auf dem High Ground. Doppel-Robo, das ist halt der Nachteil, den ich hier habe. GG! Ich habe zwar ganz viel Mineralien, aber was soll's. Sehr schön, dann haben wir doch mal wieder ein Protospiel gehabt und das jetzt auch gewonnen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss!